Thomas Schaaf als Cheftrainer von Werder Bremen 11 Jahre im Amt und heute wollte er sich in dieser Zeit zum 6. Mal mit dem Verein für die Champions League qualifizieren. Das wäre dann auch für den Bremer Erfolgscoach eine stolze Bilanz. Die Gastgeber in den grün-weißen Trikots, aber auch der HSV stand unter Erfolgsdruck, wollte Sechster werden, in die Europa League einziehen. Dazu brauchte es unbedingt einen Sieg. Dennis Aogo ist das und Ruud van Nistelrooy mit viel Platz und viel Zeit. Erste Torschuss in der Partie, 8. Minute. Der Niederländer sträflich alleingelassen von den beiden Bremer Innenverteidigern. 1 Minute noch bis zur Pause. Eckball Thorsten Frings. Der Bremer Kapitän bekommt die 2. Chance. Und in der Mitte Claudio Pizarro. Pfosten. 44. Minute. Werder war ganz dicht dran am Führungstor. Pizarro wartet ja immer noch auf seinen 133. Bundesliga-Treffer. Damit würde er gleichziehen mit Giovane Elber als erfolgreichster ausländischer Torschütze in der Bundesliga-Historie. Harter Zweikampf mit Joris Matthijssen, aber einen Strafstoß war die Aktion von Matthijssen nicht wert. Korrekte Entscheidung von Schiedsrichter Michael Feiner. Und Pizarro hoffte auf das Tor im 2. Durchgang. Werder machte Druck. Thorsten Frings häufig am Ball mit feinem Zuspiel für Clemens Fritz. Und da ist er doch! Claudio Pizarro, 58. Minute, 1:0, 16. Saisontreffer für den peruanischen Nationalspieler. Und mit Elba gleichgezogen, per Hacke, macht er sein 133. Bundesligator. Sträflich alleingelassen von Joris Matthijssen. So feiert Claudio Pizarro diesen speziellen Treffer. Der HSV jetzt in Rückstand, wollte die Partie unbedingt umbiegen und schaltete um auf fast totale Offensive. Das ist Zé Roberto, klasse Zuspiel auf Van Nistelrooy und Tim Wiese ist dem Ausgleichstreffer im Weg. 65. Minute. Das Spiel lief jetzt hin und her. Bremen wollte mit dem 2:0 alles klar machen. Freistoß Thorsten Frings und dann kommt Hugo Almeida, der musste eigentlich drin sein. 68. Minute, der Portugiese kann es selbst nicht fassen. Klasse Ballannahme, aber dann bringt er die Kugel nicht vorbei an HSV-Keeper Frank Rost. Springen wir wieder auf die andere Seite. Zé Roberto, das ist Jonathan Petroipa, wieder der Brasilianer, vorbei an Philipp Bargfrede, Van Nistelrooy, da irgendwann muss der ja mal treffen. Und dann war es soweit, nach 82 Minuten, das 5. Saisontor für Ruud van Nistelrooy. Und diesmal war auch der ansonsten glanzvoll parierende Tim Wiese absolut machtlos. Der HSV war wieder im Spiel. 4000 Hamburger Fans feierten das Ausgleichstor. Aber für den HSV war das natürlich nicht genug. Die mussten ja unbedingt gewinnen, um ihre Chancen auf Platz 6 zu wahren. Eckball Trochowski, Boateng und was für eine Abwehrleistung von Tim Wiese 6 Minuten vor dem Schlusspfiff. Blitzreaktion des Bremer Keepers, der ja gern bei der WM als Nummer 1 im deutschen Tor stehen würde. Der HSV öffnete die Abwehr und Bremen hatte Konterchancen. 87. Minute, Mesut Özil und dann der eingewechselte Marco Marin hat das Siegtor auf dem Fuß, aber trifft den Ball nicht richtig. Thomas Schaaf sauer, aber es reichte für Bremen. Michael Wallner pfiff ab. Das 1:1 reichte Bremen zum 3. Platz und ein besonderer Torschütze hatte allen Grund zur Freude. El Número Uno es Peruano. Herzlichen Glückwunsch Claudio Pizarro zu Platz 3 in der Bundesliga und zum ewigen Rekord. Keiner hat in der Bundesliga mehr Tore geschossen als Ausländer als Sie. Stolz ein bisschen? Sehr, sehr. Ich glaube, für mich und für mein Land ist was Besonderes. Ich bin sehr stolz von dem Rekord und ich hoffe, dass ich werde lange da oben bleiben.
133 Tore, eine unglaubliche Zahl. Wie viele Tore waren schöner als das heute? Das Wichtige ist, dass wir einen Rekord und dass wir fast in die Champions League sind, das war unsere Ziele und haben wir das erreicht heute. Bremen hat nun also alle Chancen, nach einjähriger Unterbrechung wieder an der Champions League teilzunehmen und der HSV ist erstmals nach 8 Jahren gar nicht im internationalen Geschäft vertreten.